Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kleinen Let's Show auf dem Einfach nur Chaos Kanal. Und zwar gibt es heute, werde ich euch heute einfach ein Spiel vorstellen, was ich früher ziemlich oft gespielt habe und was auch schon ziemlich alt ist. Aber es ist trotzdem ein sehr cooles Spiel, und zwar World of Goo. Das ist ein mehr oder weniger Puzzle-Spiel, wo man halt die Miese nachdenken muss. Das werde ich dann gleich präsentieren. Das ist das Startmenü vom Spiel. Man kann die Profile auswählen, die Ersteller sich angucken, die Entwickler, das Spiel beenden, und es gibt die verschiedenen Kapitel hier. Wir werden einfach mal mit dem ersten anfangen, ganz normal. Sommer, okay. Das Spiel ist ziemlich merkwürdig irgendwie. Es ist, glaube ich, es hat sogar ziemlich gute Bewertung gehabt. Es ist schon, ich glaube, schon ein bisschen älter. Das ist das erste Level nach oben. Kinderleicht. In dem Spiel geht es darum, dass wir diese Bälle hier haben und mit denen einen Turm bauen müssen. Beziehungsweise nicht nur einen Turm, sondern wir müssen einfach immer eine Strecke bis zu diesem Rohr hier hinbauen, damit die restlichen von den kleinen Goos hier da weiter können. Also wenn man einen so ein Ding hier nimmt, was man mit der Maus machen kann, kann man sich angucken, wie deren wie die hingesetzt werden sozusagen. Wenn ich jetzt den hier hinsetze, sieht man das, dass die halt eine, wie nennt man das denn, einen Weg machen halt, so dass andere von den Leuten hier rüber können. Ich kann die halt einfach so hinschmeißen und so. Die kann ich nicht wieder einsammeln oder so, wenn ich die jetzt hier ranklebe. Die sind dann immer dran. Darum sollte man immer sehr überlegen, wie man das macht. So zum Beispiel wäre das jetzt richtig. Hier unten steht dann, wie viel ich sammeln muss und wie viel ich schon habe. Die gehen jetzt alle durch das Rohr. Ich kann die auch reinpacken. Und dann werden die eingesaugt und wir haben die sozusagen ins halt zum Ziel gebracht. Da steht auch immer, wie viel wir halt von denen verwendet haben, wie viel wir dann am Endeffekt übrig haben, und es ist halt ein ziemliches Spiel, wo man ein bisschen überlegen muss, wenn man alles zu 100% haben möchte. Und tatsächlich kann man die Level nämlich so machen, mit so speziellen Anforderungen abschließen. Genau, hier wird es schon ein bisschen schwieriger. Das ist OCD, glaube ich. Genau. Zum Beispiel müssen wir jetzt mindestens 16 hierfür einsammeln, damit wir das so heftig fertig haben. Das Ding ist, wir verbrauchen immer ziemlich viele. Es gibt diese Schilder hier, die man lesen kann. Die sind alle deutsch übersetzt. Ich werde die jetzt aber nicht alle lesen. Auf jeden Fall gibt es so einen sehr merkwürdigen Schildermaler, der die ganze Zeit diese Schilder hier macht. Was wir jetzt hier machen müssen, ist halt darüber kommen. Das Ding ist, dass ich das früher, ganz früher, ich weiß schon, ein paar Jahre vielleicht, ist das schon her, immer nicht klargekommen bin mit diesem Spiel, weil das ziemlich schwer war ab manchen Stellen. Man muss einfach so einen Turm bauen. Oh, ja genau. Und das, oh, das habe ich gerade sehr gut hingekriegt gehabt. Fast. Okay. Dann so. Vielleicht schaffen wir das ja. Nee, schon leider noch nicht. Egal. Zwei hätten gefehlt. Dann hätte ich dieses andere geschafft, dieses, wo man so viele mitnehmen muss. Muss halt schon ziemlich überlegen dann. Ist ja halt nicht so einfach, ne? Ja, auf jeden Fall. Sind das, genau, hier auf der Karte. Das ist sozusagen die Karte von dem Spiel. Und es gibt hier diesen wunderschönen Maus-Cursor wie im jedem Menü und alles. Es gibt hier diese Level, die man alle nach und nach freischalten muss. Hier kann man den Weg, also kann man diese drei Level hier noch machen. Ich glaube, die braucht man, um hier dann weiterzukommen zum letzten Level. Und jedes Kapitel hat so ein Endlevel, was dann halt ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, die sind nicht wirklich komplizierter. Ich habe bisher kein Problem mit den letzten Leveln von den ganzen Sachen gehabt. Außer in der letzten, im letzten Kapitel. Und das war schon, ja. Also ich kenne das Spiel auf jeden Fall, sagen wir mal so. Okay. Hier waren diese, genau, es gibt, ganz wichtig, es gibt in dem Spiel mehrere Arten von diesen, Goose, ja? Von den, Ghosts. Ja, auf jeden Fall sind diese, glaube ich, sehr, die haben mehrere von diesen, Strichen, die ziehen können. Also die sind sozusagen flexibel, ich weiß es nicht. Wie müssen wir, genau, diese Viecher hier wachen nur auf, wenn eine
von diesen Dingern hier in der Nähe ist, wo so die sich dranhängen können. Diese Netze. Oh mein Gott, mir fällt das Wort nicht ein. Aber halt diese... Oh ja, es gibt diesen Trick, dass man mit einem von diesen Goose, das eine gegen jemanden, der schlaft. Gegen einen schlafenden Goose, den Wachen. Der Wache ist halt gegen den Schlafenden. Schlägt, damit der Schlafende da mehr drankommt. Ja? Bisschen schwer zu erklären, aber ist okay. Versuche jetzt mal ein bisschen zu sparen. Es gibt auch einen Trick, wo du, wenn die Linie kurz vorm Weggehen ist, loslassen kannst. Und dann ist das halt am längsten. Ja. Das ist halt schon ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall geht das Spiel dann halt so weiter. Ich werde jetzt nicht alle spielen. Ja, wie es aussieht, haben wir was freigeschaltet und das Spiel ist ein bisschen sehr abgefuckt. Kann gut sein, das ist ziemlich merkwürdig. Wir haben dieses Ding hier freigeschaltet. Hier landen diese Goobälle, die wir bekommen, wenn wir ein Level abschließen. Genau, und dann können wir hier einen Turm einfach so bauen, wenn wir wollen. Man kann die auch entfernen wieder dann, also diese hier, ausnahmsweise. Und ja, es gibt so eine Art mehr oder weniger Multiplayer, wo man dann sehen kann, wie hoch andere Spieler sind. Ziemlich cool eigentlich. Man sieht hier oben auch noch Meter und oder Verwendung und so. Natürlich kann man da auch cheaten bei, darum ist das nicht wirklich sehr schlau eigentlich, aber ja, es gibt ziemlich coole Sachen, die man finden kann, wenn man da nach oben baut. Die ich selbst noch gar nicht kenne, so Secrets. Kann man irgendwann mal machen, wenn er langweilig ist. Auf jeden Fall ist das ziemlich schwer, du brauchst ziemlich viele Bälle. Ja. Genau. Ich würde mal sagen, ich mache das letzte Level hier, das hier. Kleben. Ja, okay, das ist ziemlich cool. Und dann werde ich das Video für dieses Let's Show erstmal so stehen lassen. Okay, das ist ziemlich schwer auf den ersten Blick. Man muss hier einfach diese ein paar nach hinten bauen, damit das nicht umkippt da rein. Und man darf sie nicht von diesen Sägen hier treffen lassen. Und muss hier so hoch bauen. Wenn man jetzt diese Goose hier platziert, dann hast du diese Fliegen, wo man draufklicken kann. Und dann wird ein Schritt zurückgesetzt. Die hat man aber nicht unendlich von. Also man kann halt sozusagen rückgängig machen, falls man einen Fehler macht. Das ist leider aber auch nicht immer, also ja. Und die landen hier müssen im Wasser gerade. Achso, ich darf auch nicht mit denen hier zu nah an die Säge dran, so gehen die auch kaputt. Ich glaube, wir haben es gleich, auch wenn es sehr schwer wird, weil ich so viele einsammeln muss. Ja, wir haben es. Hey! Schaffen's. Oh nein. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Oder bitte? Oh nein, uns fehlen 6 Dinger. Ja, vielleicht hätte ich doch nicht so viel brauchen sollen. Okay, gut, dann müssen wir mal neu starten. Ja, ich mach das einfach ein bisschen sparsamer. So. Oh nein, das war richtig dumm gerade. Ah ja. Müsste perfekt sein. Ja.
Oh nein, der eine ist noch am Schlafen. Okay, jetzt den Trick, den ich meinte, ist einfach die gegen Schlafenden zu werfen. Genau, damit der Schlafende dagegen kommt. Sollte man, glaube ich, für gewöhnlich nicht machen können. Ist aber so, also ja. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, genug, oder? Ja, das passt. Oder nee, wir haben sogar ziemlich knapp genug. Wow. Zwei weg und dann hätten wir verloren. Man kann natürlich auch mehr nehmen als Maximum, als nötig sind. Dann bekommt man halt ein extra, genau. Die man halt als übrig hat. Da kann man dann halt diesen Turm weiterbauen, wenn man will. Ja, ich würde jetzt sagen, wir lassen das jetzt Show erstmal so. Und ihr könnt gerne das bewerten, wenn es euch gefallen hat. Ja, wir werden uns dann in dem nächsten Video hoffentlich wiedersehen. Und bis dann. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies.